ist ja völlig sonnenklar. Nur dieses Aufklaffen der Begegnung mit der Leibfleischlichkeit und damit der Zeitlichkeit, der Leibzeitlichkeit, konnte dieses sich perhoreszierende Bewusstsein erzeugen, das dann hin wiederum das Existenzaufklaffen bewirkte. Oh, das ist ja auch da, dieses andere, dritte, äußere, was dann wieder zur Rückkehrschleife der Beobachtung dieser Spiegelwahrnehmung an sich selber als Bewusstsein machte. Was will ich denn da draußen? Wenn dasjenige das sein soll, woraus wir entstehen, wie wir entstehen und auf welche Weise wir da wieder eingehen in dieses organismische Etwas, des maximal aufgespreizten, abgekoppelten Begehrens.